Heute, wir begeben uns in die Gulag. Ich meine, heute schauen wir uns den Gulg an. Der Gulg ist das fünfte und letzte Dungeon in der Main Story von Patch 5.0 von Final Fantasy XIV Shadowbringers und ist mit Level 79 zugänglich. Wie fast immer gibt es drei Bosse mit einem Haufen Trashmobs dazwischen. Die Trashmobs sind massiv AOE-lastig, also schaut, dass ihr nicht zu viele auf einmal pullt, da es sonst ziemlich unübersichtlich werden kann. Außerdem gibt es recht viele verschiedene Mobs, wie zum Beispiel diese dämonenwandartigen Sündenvertilger. Allerdings im Ganzen nichts, was ihr bisher noch nicht gesehen haben solltet. Als erster Boss wartet die geläuterte Grausamkeit. Er startet mit Prankenhieb, einem Tankbuster gegen den Tank, welchem man definitiv mit Defense-Buffs entgegenkommen sollte. Danach folgt Lumen Infinitum. Er richtet seinen Blick dabei auf einen zufälligen Spieler und steigt in die Luft, wobei er allerdings immer noch hitbar ist. Nach Ablauf des Casts feuert er einen Linien-AOE ohne AOE-Anzeige in seine Blickrichtung. Schaut also, dass er nicht in seinem direkten Blickfeld steht, wenn er sich in die Luft erhebt. Als nächstes rennt er ins Zentrum des Feldes und castet Typhoon-Schwinge, bei der er unter sich insgesamt drei Windorbs beschwört. Jeder dieser Windorbs haut einen 45 Grad Kegel-AOE mit kurzem AOE-Indikator kurz bevor der Cast zu Ende ist in die Blickrichtung des Orbs. Danach folgt Zyklonschwinge, ein gruppenweiter AOE. Anschließend begibt er sich wieder ins Zentrum und castet erneut Typhoonschwinge. Schaut hierbei wieder genau, wo er seine Orbs platziert und haltet euch von deren frontalen 45 Grad Kegeln fern. Dann gibt es erneut ein Lumen Infinitum, Linien-AOE in Richtung eines zufälligen Spielers ohne AOE-Anzeige. Seine nächste Typhoonschwinge variiert dann ein wenig. Wie gewohnt gibt es wieder drei Orbs in seinem direkten Umfeld, die ihre Kegel abfeuern. Dazu kommen diesmal drei weitere Orbs am äußeren Rand, sowie ein weiterer genau im Zentrum des Feldes. Diese setzen zur gleichen Zeit wie die Kegel-Orbs kreisrunde AOEs frei, was eure Safe Zone weiter verkleinert. Solltet ihr hier getroffen werden, erhaltet ihr einen Verwundbarkeits-Debuff. Diese Variante von Typhoon-Schwinge sowie sein Tankbuster und den Gruppen-AOE behält er dann in Rotation bei, bis er fällt. Trash-Mobs bis zum nächsten Boss, die geläuterte Gereiztheit. Die geläuterte Gereiztheit ist eine Wand bestehend aus 9 Würfeln. Diese 9 Würfel ähneln der Marmorisierung des Feldes, auf dem ihr kämpft, was für eine spätere Mechanik wichtig wird. Ebenso wichtig sind die Gesichter auf seinen Würfeln, zu denen wir auch in einer Sekunde kommen. Der Boss beginnt mit Sakrament der Vergebung, einem gruppenweiten AOE. Danach beginnt er zu rotieren, wobei sich das Layout der Gesichter auf seinen Würfeln ändert. Mit Strafpredigt castet er dann Viereck-AOEs auf den Feldern, die von den Gesichtern bedeckt sind. Stellt euch einfach vor, der Würfel wäre das Spielfeld. Und ihr wollt genau dastehen, wo kein Gesicht liegt. Solltet ihr hier getroffen werden, erhaltet ihr einen Verwundbarkeits-Debuff. Orientiert euch am besten einfach an der untersten Reihe des Würfels und repliziert diese auf die Felder gleich vor dem Boss. Zum Üben wiederholt er das nach einer Rotation der Gesichter erneut. Die Gesichter sind immer symmetrisch angeordnet. Es reicht also wirklich, die unterste bzw. mittlere Reihe des Würfels im Auge zu behalten. Mit heiliger Fers haut er dann als nächstes dem Tank seinen Tankbuster ins Gesicht. Mit Verwundbarkeits-Stack kann das wirklich hässlich werden, wie man hier sieht. Gnädiges Urteil lässt Meteore vom Himmel regnen, in denen je ein Spieler stehen sollte. Weil es einfach immer wieder schön ist, gibt es danach den nächsten heiligen Vers, Tankbuster gegen den Tank. Nachdem er wieder rotiert, platziert er nun zwei Orbs auf dem Feld, welche während seiner nächsten Strafpredigt in Donut-AOEs hochgehen. Safe seid ihr also auf dem Viereck des Feldes, das von keinem der beiden Donut-AOEs getroffen wird und nicht von einem seiner Gesichter belegt ist. Dann wiederholt er die Strafpredigt mit Orbs, seinen Tankbuster und gruppenweite AOEs, bis die Wand auseinanderbricht. Nach etwas Trash sind wir dann beim Endboss, der geläuterten Unzucht. Ihr mögt AOEs? Dann werdet ihr diesen Kampf lieben. Sie startet mit Fürbitte Fortissimo, einem gruppenweiten AOE, Healer on your guards. Danach folgt Dogma Diminuendo, ein kreisrunder AOE. Kurz danach wird die geläuterte Unzucht von War 3 gestärkt. Das erkennt ihr dann daran, dass sie anfängt zu leuchten. Von hier an ändert sich ihr Dogma Diminuendo. Bleibt immer noch ein kreisrunder AOE direkt um sie herum. Allerdings castet sie nun weitere AOEs rund um diesen kreisrunden AOE, welche euch erst angezeigt werden, kurz bevor ihr Dogma Diminuendo durchgecastet ist. Das ist recht einfach zu handhaben, indem ihr euch nicht zu weit von ihrem kreisrunden AOE um sie herum entfernt, sondern eher direkt an der Grenze des AOE-Markers steht.
Danach castet sie Mette Mercator, nimmt Linien-AOE in ihre Blickrichtung, sowie weiteren Linien-AOEs, frontal gelegen von den Kreisen, die um sie herum spawnen. Safe steht ihr also zu einer ihrer beiden Seiten, zwischen den Kreisen in der Luft. Predigt Pianissimo verkleinert sie das Spielfeld, haltet euch also nur noch innerhalb des angezeigten Kreises auf. Danach folgt Lebendige Feder, wobei sie das Spielfeld verlässt. Zurückkehren tun dann ungestärkte Kopien, sowie sie selbst, natürlich immer noch gestärkt. Anschließend casten sie alle Dogma Diminuendo, die kreisrunden AOEs rund um sie selbst und ihre Abbilder. Das heißt, ihr Diminuendo hat nicht nur einen kreisrunden AOE, sondern ebenfalls den etwas versetzteren. Safe seid ihr also dicht an dem AOE des Originals, das erkennt ihr an ihrem Leuchten, und zwar dort, wo die anderen Abbilder sowie ihr erweiterter AOE euch nicht trifft. Die Anordnung der einzelnen Unzüchte kann variieren. Deshalb orientiert euch immer an der gestärkten Version, um den Safe-Spot auszumachen. Danach kehren die fünf in einem anderen Layout auf das Spielfeld zurück und casten Mette Mercator. Das Original steht hierbei immer in der Mitte, während die Kopien außen landen. Die Kopien feuern dann Linien-AOEs zueinander ab, während das Original in der Mitte einen Linien-AOE castet, sowie je einen weiteren Linien-AOE aus den Kreisen, die um sie herum erscheinen. Safe seid ihr hinter dem Original, was auch durch ein in der Luft hängendes Viereck gekennzeichnet wird. Habt ihr das überstanden, castet sie Solitärring, indem sie wieder das Feld verlässt. Dabei spawnt sie insgesamt 6 Orbs am Ende des Feldes, welche dann von Kreisen umgeben werden. Die Orbs wandern dann in Richtung der Kreise und sobald ihr sie erreichen, feuern sie Linien-AOEs in deren Laufrichtung ab. Stellt euch also an den oder die Ringe, die am weitesten vom jeweiligen Orb entfernt sind. Wartet, bis die ersten hochgehen und wechselt dann die Bahn, nachdem die ersten hochgegangen sind, bevor der Orb an eurem Ring ankommt. Jeder gute Tank dürfte an dieser Stelle etwas vermissen. Genau, den Tank passt er in die Fresse. Den castet sie nach den Solitärringen mit Sacramentus Forzato. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das Schwerste an diesem Guide die Aussprache des Tankbusters wird. Von ihr an habt ihr dann alles gesehen. Sie wiederholt ihre Mechaniken dann mit dem Gruppen-AOE, dem Tankbuster sowie ihrer lebendigen Federmechanik, bei der die Anordnung immer variieren kann, bis sie aus der Luft fällt. Das war mein Guide für den Berg Gulk in Final Fantasy XIV Shadowbringers. Hoffe, ich konnte euch helfen und wir hören uns im nächsten Guide wieder. Bis dahin, ciao.